Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Warner Friedensforschungsinstituts. Heute darf ich euch einen ganz besonderen Gast vorstellen, nämlich Mechthild Exer. Sie ist Friedens- und Konfliktforscherin sowie antimilitaristische Aktivistin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Dekolonialisierung von Forschungsmethodologien und Präsentationsformen, feministisch-dekoloniale Kritik der Weltpolitik, basisdemokratische Selbstorganisation sowie neue Modelle der Friedensordnungen. Sie arbeitet als Dozentin für Transkulturalität an der Hochschule Emden. Sie ist darüber hinaus Teil des Arbeitskreises für herrschaftskritische Friedensforschung und hat sich ausführlich beschäftigt und intensiv beschäftigt mit dem Thema Krieg und Frieden in Rojava und in der Ukraine. Ja, liebe Mechthild, ich danke dir herzlichst, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ja, danke für die Einladung. Genau. Ja, ich freue mich, dass wir heute über sehr viele spannende Themen sprechen, auch über die kritische Friedensforschung und mit was sie sich beschäftigt. Und bevor wir auf das alles eingehen, würde ich gerne fragen, was hat dich persönlich bewegt zu studieren? Hattest du akademische Vorbilder? Und vielleicht auch ganz wichtig ist, wie bist du überhaupt zur kritischen Friedensforschung gestoßen? Ja, okay, genau. Also für mich war es überhaupt nicht selbstverständlich zu studieren, also auch überhaupt nicht mehr als 10 Jahre Schule zu machen irgendwie und genau, also was sagt man heute, bildungsferner Hintergrund, Familienhintergrund oder so. Genau, was ich oft auch als eine große Leere empfunden habe, immer nur gedacht, da muss doch noch irgendwann was anderes im Leben kommen irgendwie, wo einem auch Fragen beantwortet werden. Ja, genau. Und dann, als ich mich so politisiert habe oder sagen wir mal so, dann habe ich irgendwie so eigenständig durchgesetzt, dann weiter Schule zu machen. Und aber noch bevor ich Abitur hatte, war ich dann auch politisch ja schon sehr aktiv und genau, habe auch sehr grundlegende Fragen da schon gestellt und auch in meinem politischen Umfeld dann auch diese Fragen gestellt. Denkt ihr, es macht Sinn, Abitur zu machen? Oder ich hatte auch von mir aus schon eine starke Kritik am Schulsystem und genau, und ich war auch eher in einem politischen Umfeld, was sehr proletarisch orientiert war, tatsächlich auch noch auf Betriebskämpfe sich bezogen hat, aber auch auf Stadtteilarbeit, auf sehr, sehr viele Bewegungen so der Zeit Anfang der 80er, also auch Häuserkämpfe, aber auch Internationalismus bereits und aber auch so Jobberinitiativen. Und jedenfalls, das war ein eher sehr antiakademisches Umfeld. Genau, und dann war auch eher so die Antwort, was willst du mit dem Studium? Das ist doch nur Herrschaftswissen und das ist elitär und wofür soll das gut sein? Und genau, und tatsächlich war das dann auch so, dass ich erstmal dann kurz vorm Abitur wieder abgebrochen habe, die Schule, also dann auch schon zum zweiten Mal und genau, auch erstmal eine Schlosserausbildung angefangen habe. Und ja, genau. Und dann, wie bin ich zum Studium gekommen? Das ist so eigentlich wirklich gar nicht so richtig entschieden gewesen, sondern ich war mit Anfang 20 dann in der Maßnahme für Langzeitarbeitslose und musste da irgendwie raus, weil das noch über Monate weitergegangen wäre. Und habe dann irgendwie geguckt, ob ich mich nicht an der Hochschule einschreiben kann. Und so habe ich angefangen zu studieren. Noch und musste dann, weil ich weiter BAföG brauchte, dann irgendwann meine ersten Prüfungen machen. Also sonst hätte ich das BAföG nicht weitergekriegt. Und so habe ich angefangen zu studieren. Ja. Sehr inspirierend. Und ich finde, so ein Werdegang ist viel inspirierender und viel fesselnder und auch viel, ich weiß nicht, vorbildhafter, weil es signalisiert, hey, man kann es tatsächlich schaffen. Also jenseits von diesen neoliberalen Floskeln. jeder kann es schaffen, du musst nur hart genug arbeiten. Aber nichtsdestotrotz ist das doch eine sehr inspirierende Geschichte und das zeigt, dass man ja doch ja, mit harter Arbeit, Disziplin und ein bisschen Glück ja doch den richtigen Weg findet. Und ja, mich berührt seine Lebensgeschichte schon sehr und ich kann voll nachvollziehen, wie es ist, aus einem bildungsfernen Milieu zu kommen. Und ja. Und zu den akademischen Vorbildern, hattest du da früh schon Kontakte oder hattest du irgendwelche Professorinnen oder Professoren, die dich irgendwie auch während der Zeit inspiriert haben oder Bücher? Nee, also ich muss auch sagen, mir ist die Uni, also eigentlich immer, also wie soll ich sagen, das war nie was, wo ich mich zu Hause gefühlt habe und ich habe da auch nie engere Beziehungen gehabt, also zu niemanden, also noch nicht mal zu Mitstudierenden groß. Und ich habe auch, wenn mich
in der Zeit jemand gefragt hätte, was machst du, hätte ich nie geantwortet, ich bin Studentin und mache das und das Studium, sondern ich hätte immer über andere Dinge geredet, aber nicht darüber, dass ich auch noch parallel studiere. Das hat wirklich keine Rolle gespielt. Also im Gegenteil, das war mir eher unangenehm. Und ich habe mich da aber auch ziemlich durchgebissen, also im Sinne von, naja, dass ich halt große Widersprüche hatte zu dem, was da war, dass ich da irgendwie klarkommen musste. Aber ich habe auch wirklich am Anfang immer Kopfschmerzen gekriegt. Also es war wirklich so, es war nicht meine Welt und das ist so geblieben. Auch faszinierend, ja. Genau, und wie bist du zur Friedensforschung gekommen? Was hat dich da so gefesselt? Hm. Was waren so deine Eingangspunkte? Genau, ich habe ja dann nach dem ersten Studienabschluss erstmal ein paar Jahre gearbeitet und bin dann irgendwann wieder raus aus dem Beruf. Genau, und eigentlich war klar, ich hatte so einen großen Bildungswunsch noch und ich habe ja schon auch viel politisch gearbeitet, aber auch da waren ja viele Konzepte, mit denen wir uns so in den 80ern, also die uns in Orientierung waren, dann auch, auch zusammengebrochen. Also da hat für mich vor allen Dingen auch also internationalistisch gedachte Konzepte des gemeinsamen Kämpfens mit den Befreiungsbewegungen weltweit, aber auch hier in Europa sozusagen dem System, was sich hier immer wieder stabilisieren kann, weil hier so eine relative Ruhe herrscht, eben auch hier die Ruhe zu nehmen und sich in diesen Zusammenhang auch der Kämpfe zu stellen. Also es gab da ja Konzepte in den 80ern, aber so dann irgendwann auch nicht mehr und wir waren alle so auf der Suche und es gab aber auch nichts Neues. Naja, und ich hatte eben auch den Eindruck, irgendwie fehlt uns auch, oder mir persönlich, Bildung. Und ich wollte sozusagen eigentlich Weltpolitik besser verstehen und gleichzeitig wusste ich, ich kann da nicht an der Hochschule erwarten, dass da die revolutionären Theorien entwickelt werden. Und und ich bin dann trotzdem auf die Suche gegangen und das war ja so die Zeit, wo die ersten Masterstudiengänge entwickelt wurden und habe dann mich da so durchgescrollt, was ich so finden konnte. Habe damals auch so ein bisschen mich mit dem BUKO und dem Arbeitskreis Weltwirtschaft also da so Kontakt gefunden und also so, ja, wenn man so will, vielleicht erste Akademiker kennengelernt, die dann, naja, ob Vorbild weiß ich nicht, aber wo ich zumindest gemerkt habe, okay, die schaffen das irgendwie, das so zu verbinden. Und dann habe ich halt, ich habe gar nicht nach Friedens- und Konfliktforschung gesucht, aber dann einen Studiengang gefunden, wo ich gedacht habe, ach ja, das könnte auch passen. Und das war eben in Magdeburg und ich bin dann hin, die hatten gerade eine Konferenz organisiert zur Gewalt der Diskurse, Diskurse der Gewalt und wo eben auch viele herrschaftskritische Ansätze vorgestellt wurden. Naja, und ich wollte dann wirklich rausfinden, was sind das für Leute und bin da erstmal hin und habe die wirklich angesprochen und geguckt, irgendwie sind das wirklich Leute, wo man ja herrschaftskritische Fragen auch diskutieren kann oder wo da eine Offenheit für weiß oder für mich da auch Wissen zu finden, was brauchbar ist. Und es war immer noch auch mit einer gewissen Skepsis, aber genau, da konnte ich dann studieren. Ja, faszinierend. Warum eigentlich diese kritische Einstellung? Also dich muss doch bewegt haben, die Formen der Ungleichheit und Formen der Unterdrückung, sei es feministischer, also die Unterdrückung, die patriarchale Unterdrückung, sei es aber auch eine klassizistische Unterdrückung, Arm gegen Reich. Wie genau kommt man auf die Idee, hey, irgendwas funktioniert mit der Welt nicht und jetzt beschäftige ich mich mit Herrschaftskritik und also wo kommt diese Motivation her? Naja, oder einfach Neugier? Naja, jetzt unterstellst du ja, dass es das erst gibt, wenn man studiert. Aber ich würde ja sagen, die Diskurse, also das läuft doch in der politischen Arbeit, da findet das doch statt und es findet so viel außerhalb der Universitäten statt. Die Frage ist eher, brauchen wir die Universitäten dafür noch? Und das finde ich ja auch gerade jetzt aktuell die Frage mit diesen ganzen Debatten um Dekolonialisierung der Universitäten oder auch eben um neue Wissenschaften, die weltweit entstehen, wie die Genealogie, die für mich ja jetzt auch eine große Rolle spielt. Und das entsteht ja außerhalb der bestehenden Universitäten. Das entsteht aus den sozialen, aus den revolutionären Bewegungen heraus. Und das hat es da ja schon immer gegeben. Wichtige neue Konzepte sind in den Bewegungen entstanden und nicht in den Universitäten. Und das irgendwie kritische oder feministische Theorie oder sowas wie Black Studies oder African American Studies oder was auch immer
an den Universitäten jetzt sind, ist ja, weil das über Kämpfe da reingekommen ist und nicht, weil das irgendwann mal aus einer Wissenschaft, die sich selbst hinterfragt, entsteht irgendwie. Und deswegen, die Unis haben da nicht das große Potenzial. Das große Potenzial liegt woanders. Die Frage ist eher, kann man trotzdem was von der Uni mitnehmen? Also ja, kann man da sich was aneignen? Ja, weil wir eben auch so wenig unsere eigenen Institutionen hier haben. Aber immer in dieser großen Widersprüchlichkeit auch aufzupassen, da nicht aufgesogen zu werden und sich da drin zu verlieren, alle Kraft da reinzugeben. Und genau in diesem Konflikt bewege ich mich ja jetzt auch. Also das finde ich schon, und da sind viele drin verloren gegangen. Also auch, wenn man guckt, was so aus den Frauenbewegungen der feministischen Theorie geworden ist, also wie viel an Potenzial durch die Akademisierung verloren gegangen ist, wie viel Vereinzelung, wie viel, ja, dann doch eben vielleicht nicht eine gewollte, aber also Korrumpierung, aber das ist eben so subtil eben passiert irgendwie, dass man dann doch sich auf was anderes konzentrieren muss und irgendwann eben auch eher die Fragen stellt, die akademisch vielleicht relevant sind, aber nicht mehr für Bewegungen relevant sind, nicht mehr für das, was wir eigentlich an Neuem aufbauen wollen. Da stimme ich zu, ja, genau, da stimme ich absolut zu. Es ist ja auch so, die Uni, meiner Meinung nach, hätte ein gewisses Potenzial, weil hier auch Wissen generiert wird, weil hier kritisch auch über Texte die Zeit genommen wird, auch kritisch über Texte zu reflektieren. Nur das Problem ist halt, was ich sehe, und das hatte ich auch in vielen Interviews mit vielen Interviewpartnerinnen, ist, dass eben dieser Zwang der Drittmittelakquise oder dieser Druck, mehr und mehr zu publizieren, auch Förderanträge sind gekoppelt an gewisse, sagen wir mal, ideologische Rahmenbedingungen. Und das ist ja auch klar und das sehen wir auch vor allem im liberalen Spektrum, sei es Förderanträge in der EU oder sei es egal wo. Und das ist halt eben so ein gewisser Druck auf akademisch tätige Leute, dass sie sich dann doch anpassen müssen, dass sie sich oftmals beugen, obwohl sie es gut meinen, dass sie sich doch dann auch dem Framing, also es geht ja um ganz, ja, so wie du es gesagt hast, teilweise suggestiv, teilweise unabsichtlich und so, also ja, das ist auf jeden Fall auch im Zuge der Bologna-Reform nochmal verstärkt worden und die Kritik, ich glaube, Chomsky und ein italienischer Autor, das ist ein sehr altes Buch, ich glaube sogar in den 60er, 70er Jahren, haben die über die Verantwortung der Akademikerinnen geschrieben und auch hier sind diese Gedanken einer akademischen Kritik aufgetaucht. Also ja, das, da stimme ich zu, ja. Also das Potenzial liegt woanders, ja. das ist klar, ja. Und genau, du beschäftigst dich ja auch mit epistemischer Gewalt. Schwieriger Begriff. Epistemologie heißt ja die Lehre vom Wissen oder Erkenntnistheorie oder und was heißt jetzt epistemische Gewalt? Weil das ist ja auch sehr naheliegend an dem, was wir jetzt besprochen haben mit Akademisierung des Diskurses und teilweise Hochnäsigkeit und aber eben was spezifisch heißt epistemische Gewalt. Genau, also dass wir letztendlich anderen ihre Erkenntnisformen und Wege zu Wissen zu kommen, zu wahren, zu richtigen, zu guten Wissen, zu sinnvollen Antworten absprechen. Also dass das akademische System sich selbst als das Einzige sieht. Und genau, und das ist ja die Geschichte der Wissenschaft, die ja zusammen mit Kolonialismus entstanden ist und ganz bewusst andere Wissenssysteme weltweit zerstört hat. Und ja, ganz weitgehend delegitimiert hat, während gleichzeitig das Wissen, was man haben wollte, dann integriert wurde. Genau, und dann eben ja, weltweit zu sagen, das ist das Wissen, was gelehrt wird und was ja, die Methoden, mit denen gearbeitet werden muss, wenn man universelles Wissen produzieren will. Und genau, nur das wird anerkannt und dann eben, genau, ja, wer wird gelesen, ne, und so weiter, also aus... Genau, wer wird auch veröffentlicht? Also dass nach wie vor aus dem globalen Süden oder eben aus den nicht anerkannten ja, großen Universitäten oder Ländern irgendwie dann das Wissen vielleicht noch als Regionalwissen, als Spezialwissen integriert wird, aber eben nicht als die wertvolle Theorie genommen wird. Und genau, aber vielmehr noch, dass eben Wissen, was in Bewegungen entsteht, was in sozialen Basisprozessen entsteht, was in
als indigenes Wissen weitergetragen wird, was andere Methoden hat und was andere eben Epistemologien hat, also andere Wege zur Erkenntnis zu kommen, andere Kriterien dafür, auch andere Begrifflichkeiten Welt zu erklären, also andere, ne, also was existiert überhaupt irgendwie. Und genau, das wird eben nicht gleichwertig anerkannt, das wird ja nach wie vor übergangen. Und genau, und da wird eben auch abgesprochen, selber Antworten für die so zutiefst drängenden Probleme zu finden und Wissen, was viel genauer weiß, was notwendig ist, was wirklich zum sozialen Leben in Würde gebraucht wird, ja, das zählt eben nicht. Und also jetzt, wenn wir jetzt wieder auf Peacebuilding, auf Konfliktbeilegung, auf Frieden zu sprechen kommen, also dass genau da, wo es so dringend notwendig wäre, zu gucken, was ist da, also was wollen die Menschen, was haben sie für Lösungen für ihr soziales Zusammenleben ohne Dominanzverhältnisse, dass das nicht zählt, dass das dass eben diese Handlungs- und Wissensmacht, Lösungen zu finden, abgesprochen wird und eben dieses, ne, eurozentrische Denken vorherrscht, diese Überlegenheit, das muss von hier kommen. Und dass es ja aber auch bewusst damit gearbeitet wird, dass dann eben Interventionskriege damit legitimiert werden, wo es ja, ne, auch um andere Interessen geht. Aber dass das eben in der Wissenschaft auch eine Berechtigung hat. Also ich kann eine Forschung machen, wo ich alle möglichen Akteure mit einbeziehe, aber die Bevölkerung, die sozialen Gruppen in dem Land, in dem ein Krieg, ein Interventionskrieg stattfindet, die wird nicht einbezogen und niemand hinterfragt so eine Methode der Forschung. Das ist einfach durchgesetzt, das ist Common Sense, dass das möglich ist. Und das zeigt eben diese epistemische Gewalt. Also das, ja, also wer, ja, wer sucht die Antworten, wer arbeitet schon eben mit wieder aus diesem eurozentrischen, zutiefst herrschaftsdurchzogenen Denken, Theorien, Konzepten, ja, und plant die Kriege, plant den neuen Staatsaufbau, plant die Umstrukturierung der Gesellschaft, plant, was Zivilgesellschaft sein soll. Das ist ja auch noch das Verrückte. Es ist ja, ne, dass über eine bestehende, aktive, demokratische Gesellschaft dann ein Modell von Zivilgesellschaft gelegt wird, was dann ja, technokratisch aufgebaut wird. Genau, und soweit ich das verstehe, ist das ja auch so ein Haltus, so eine Haltung, so ein Ethos von wegen wir wissen, was am besten für euch ist. Also da schwingt ja auch schon ein gewisser Paternalismus da. Also das ist ja sehr, eine sehr elitäre Haltung auch. Und ein weiterer Punkt ist, der auch in dekolonialen Theorien ja auch oft und vor allem auch in feministischen Theorien ja auch oft vorkommt, ist Logozentrismus. Also dieser Fokus auf den Logos, also auf die Vernunft. Und Feministinnen haben ja durchaus oft kritisiert, aber hey, was ist mit den Emotionen? Und das ist ja auch ein Teil von Menschsein. Also wir sind ja nicht dieses Descartesche Vernunftwesen, das das jenseits von ja, anderen Faktoren jetzt das reine Wissen quasi erfassen kann. Und was soll dieses reine Wissen? Ich habe mich immer schon sehr stark beschäftigt mit Dekonstruktionstheorien, Derrida, Lyotard, Foucault und so weiter. Und was mir da auch aufgefallen ist immer, und diese starke Kritik an den liberalen Standpunkt ist immer, der liberale Standpunkt tut ja immer so, als ob er der Standpunkt aller Standpunkte ist. Dieser Ort, der alles umfasst, der alles sieht, der alles versteht. Dieser objektive Standort, der überhaupt nie parteilich ist, sondern immer nur objektiv und die absolute Wahrheit gepachtet hat. Und so ein bisschen kommt das rüber und genau, das schafft natürlich eine hegemoniale Wissensproduktion, die dann leider auch reproduziert wird. Ja. Ja, wobei ich dann auch sagen würde, es gibt eben mehr als eine Rationalität irgendwie. Also du sprichst jetzt eine bestimmte Form von Rationalität an, die so sich begründet, irgendwie, also mit dem autonomen Selbst, irgendwie, was eben losgelöst denkt. Und im Grunde ist es dann ein Mann, der dann denkt, irgendwie, also auch tatsächlich ja von der Geschichte irgendwie, wie es dann auch formuliert wurde, dass das nur die Männer tun können und nicht die Frauen. Genau, und das aber genau damit verbunden ist, auch dieses, ne, Zerteilende irgendwie, genau, auch, ja, also nicht mehr in Verbindungen zu denken, sondern alles voneinander zu trennen. Also das ist ja die Grundlage auch unserer
ja, Epistemologie unseres Wissenschaftsverständnisses, dass wir die Dinge in kleine Einheiten, die wir in Beziehungen, in Kausalbeziehungen bringen, zerteilen müssen und uns halt rauslösen müssen. Und genau, und dass wir eben die Vernunft vom, ja, Gefühlen hast du jetzt angesprochen, trennen müssen, aber letztendlich ja von allem, was das Leben ausmacht und von allem, was, was mit Verbindung zu tun hat. Und das ist eben das grundlegend Unterschiedliche zu Epistemologien, die auf Beziehungen setzen, die sagen, alles ist verbunden und unser Menschsein funktioniert nur in Verbindungen. Also wir sind geboren, also jeder Mensch ist geboren und wir können nicht ohne Beziehung bestehen. Also wir kommen aus einer Beziehung. Und also selbst Hannah Arendt hat ja ihre Theorien darauf begründet, was ich total spannend finde. Und genau, und dass eben gesellschaftliches Sein, aber auch forschendes Selbstsein immer aus Beziehungen herausgedacht werden muss, immer aus Verbindungen herausgedacht werden muss und eben in einem ganz umfassenden Sinne. Also das sind eben fürsorgliche Beziehungen, es sind gefühlte, emotionale, empathische Beziehungen, es sind ja Beziehungen des Wissensaustauschs. Also ich verstehe, also ich gehe in einen Austausch und dafür muss ich aber diesen Mensch kennen und auch umfassend, also eine Beziehung haben zu diesem Menschen. Ich muss eine Verantwortung auch übernehmen für das, was ich da tue mit meiner Forschung oder in dieser Beziehung. Also auch wenn es um was ganz anderes geht, was nichts mit meiner Forschung zu tun hat, dann trotzdem sagen, ich bin jetzt mit diesem Menschen verbunden und ich bin verantwortlich für das, was da passiert. Wenn der krank wird, bin ich verantwortlich und oder andere, ganz andere Sachen. Und genau, und letztendlich auch Verbindungen so, also die uns wieder mehr in die Welt einbinden, also als, ja, also als Mensch nicht losgelöst von Natur, von Tieren, vom Kosmos. Also das sind ja diese indigenen Methodologien oder Kosmologien, die das wirklich auch alles zusammendenken, also auch mit einem anderen Zeitbegriff, mit einer anderen Eingebundenheit. Und daraus ergeben sich ganz andere Formen von Wissen und letztendlich viel weniger zerstörerische Formen, viel mehr eben ökologisch gedachte, auf eine lange Zukunft für die Menschheit gedachte, auf wirklich menschliche Würde, menschliches Sein bedachte. Also wirklich diese ganze Komplexität dessen, was brauchen wir zum, ja, für ein gutes Leben, das, also die Forschung darin einzubetten. Sehr, sehr spannend, ja. Und das zeigt ja auch, wie breit auch dieses Konzept ist oder wie breit dieses Forschungsfeld auch ist, ja. Genau, und auf der anderen Seite, wir haben ja kurz jetzt angesprochen, es gibt verschiedene Wissensformen. Mich hat auch immer fasziniert zum Beispiel, dass im Westen die dominante Wissensform die Schrift ist. Und es gibt aber daneben eben viele andere Wissensformen, Kunst, orale Wissensweitergabe, ja, Rituale, also ganz verschiedene Wissensvermittlungen. Und das fand ich auch sehr spannend, dass wir unser Wissen sehr einkreisen eigentlich. Wir sind eigentlich auch sehr beschränkt. wenn man nur auf eine Wissensform zugreift, ist man ja auch relativ beschränkt. Und wenn man das andere als Nichtwissen abstempelt, in einem akademischen Sammelband gibt es ja zum Beispiel überhaupt keine Bilder oder Gedichte oder Lyrik oder Musik. Oder das ist ja auch ein Teil, was einen Menschen auch berühren kann und auch Teil einer sich die Welt erklären. Und ja, also faszinierend, dass wir immer nur trockene Bücher schreiben. Aber ja, so ist das halt. Ja, nee, genau. Und das wird ja auch kritisiert und das wird ja da nach neuen Wegen gesucht. Also in verschiedenen Ansätzen, ja, dekolonialer oder anderer Wissenschaft, die eben nicht bestehende akademische Wissenschaft ist und die außerhalb entsteht. Also ich denke da zum Beispiel an so ein Beispiel von den Aymara in der anderen Region in Südamerika, für die erstmal wichtig ist, wer hat ein Wissen, also wo kommt das Wissen her? Kommt das aus eigener Erfahrung oder kommt das aus vom Hörensagen? Also ist das von jemandem, wo ich zwar eine Beziehung zu, also den ich noch kenne über ein paar Ecken, aber oder ist das schon ganz entfernt? Und Buchwissen ist natürlich unglaublich entferntes Wissen. Man weiß überhaupt nicht mehr, wer hat eigentlich mal da diese konkrete Erfahrung gemacht. Und die machen das in der Sprache kenntlich über so Wortendungen, damit man immer mitvermittelt, wie wertvoll eigentlich das Wissen ist, also wie nah dran die Erfahrung ist, dessen, der das Wissen erzählt. Und sind halt sehr misstrauisch bei dem Wissen, was an den Universitäten vermittelt wird, weil weder wird kenntlich gemacht, wie entfernt oder nah diese Erfahrung zu dem Wissen ist. Genau, und dann irgendwann finden sie raus, naja, das meiste ist halt überhaupt gar nicht aus eigener Erfahrung. Und die sehen eben die Rolle von Lehrern auch eher darin,
Schüler zu motivieren, eigene Erfahrungen zu machen und sie darauf vorzubereiten, weil sie auch sagen, viel Wissen lässt sich über Wörter gar nicht weitergeben, sondern ist im Körper gespeichertes Wissen und muss eher an bestimmten Orten, also an besonderen Orten, über Rituale, über eben eigene Erfahrungen auch gemacht werden. Und das ist eben auch nicht so eine Trennung von ja, Körper und Geist, was wieder so eine Zweiteilung wäre und die Dinge wieder eigentlich auseinander dividiert, auch wenn man dann zwei Dinge hat, sondern sie sagen, das ist in allem, es sind halt umfassende Prozesse, die sich nicht rauslösen lassen, wo genau das Atmen nicht zu trennen ist von dem Denken oder und so weiter. Also ganz viele Prozesse eben gleichzeitig passieren. Ja, ich glaube, beides muss zusammen gedacht werden. Also ich nehme schon an, dass zum Beispiel im praktischen Bereich, wenn man uns jetzt die Architekten zum Beispiel anschaut, ich glaube, dass eine gewisse Komplexität und ein abstraktes Denken und auch ein nicht unbedingt jetzt sehr nahes Denken quasi erforderlich ist, wenn man zum Beispiel ein Haus bauen will. Da muss man darauf vertrauen, dass die Theorie stimmt und Modelle ausrechnen, die man jetzt nicht fühlen oder sehen kann. Also da glaube ich schon an mathematische und abstrakte Theorien. Manchmal ist es notwendig, abstrakt zu bleiben. Aber eben, wenn es vor allem in den Sozialwissenschaften, wo ich ja auch herkomme, vor allem in den Sozialwissenschaften, so diese abstrakten Theorien, sei es dieses neoliberale Trickle-Down oder ganz verschiedene, oder eben diese neoklassischen Modelle von Nachfrage, Angebot und Nachfrage und so weiter. Also viele, die sind ja quasi mathematische Modelle. Und da denke ich mir immer, wie kommt ihr darauf, dass das eine Anwendung hat? Oder wie kommt ihr darauf, dass das allgültig ist und für jeden Menschen das Beste ist? So one size fits all und alle Gesellschaften müssen jetzt demokratisch nach dem liberal-demokratischen Modell leben oder nach westlichem Vorbild sich Staaten errichten oder eben Kapitalismus als Produktionsweise implementieren. Da denke ich mir, woher nehmt ihr diese Gewissheit, dass A, eure Theorien richtig sind und B, dass das für alle das Beste ist. Also das im Interview mit Maximilian Lakic ist ja auch die Überheblichkeit, epistemische Überheblichkeit zur Sprache gekommen. Und das sehe ich ja auch im Umgang mit Wissen und so. Ja, und ich meine, auch wenn man in die Geschichte zurückguckt, also zu einer Zeit, wo noch gar nicht Bücher geschrieben wurden, sind trotzdem enorme Bauten errichtet worden, wo man sich auch fragen kann, wie konnten die das durchdenken irgendwie? Also es hat ja auch da funktioniert. Also deswegen, es ist, glaube ich, braucht nicht unser Wissenschaftssystem, um Architektur betreiben zu können. ich sehe auch ein Teil, ein Stück, ist das ja auch so ein bisschen aufgebaut, wie ein Ritual quasi, also wenn ich so eine Seminararbeit oder eine Bachelorarbeit, Masterarbeit, whatever, akademische Arbeit halt klassisch mir anschaue und auch wie ich sie selber publiziert habe, musste ich immer schauen, okay, kann ich diese Meinung decken? Und immer mit Quellen arbeiten und immer zitieren. Und das ist schon, man bezieht sich immer auf Autoritäten. Also man bezieht sich immer, Aristoteles hat gesagt oder Platon hat gesagt. Also man muss immer Referenzen einbauen, jenseits von, also ich habe Platon noch nie getroffen, aber ich fühle mich verpflichtet, weil sonst wäre es ja eine Meinung. Und dieser Unterschied zwischen Doxa quasi und dieses Akademische, das ist ganz faszinierend. Das zeigt auch diese Anlehnung immer an Autoritäten. Das finde ich ganz, ganz faszinierend. Weil man bezieht sich ja auch auf, das ist ja, allein das zeigt ja auch schon so eine gewisse Art von selbstreferenzielles auch performatives quasi so eine Übung quasi, wo man sich immer auf irgendwas bezieht, was ja schon gesagt wurde. Und das grenzt ja auch schon ein bisschen die Möglichkeit, ein Neues zu denken, radikale Alternativen zu denken, weil man ja auch in einem gewissen Framing ist. Kant, Hegel, der ganze Kanon, der ganze wissenschaftliche Kanon. Und wenn ich auch verpflichtet bin quasi, weil es unter Wissenschaftlichkeit zählt, immer Quellen zu nennen und so, also das ist mir auch schon aufgefallen. Ich sehe halt nur keinen Ausweg. Also ich habe ganz ehrlich mich auch mit der Frage noch nie beschäftigt, aber ja. Na, ich glaube, beides hat so seine Berechtigung. Natürlich sind jetzt das, was so an wissenschaftlichem Wissen schon entstanden ist, da ist ja jetzt nicht alles, weil es im Rahmen dieses zutiefst rassistisch, androzentrischen, sonst wie zerteilenden, lebensfeindlichen Systems entstanden ist, ist trotzdem nicht alles unbrauchbar, und das aber eher auch mit anderen Formen zusammenzubringen und
und auch wieder rauszulösen aus diesem System, in dem es jetzt ist. Und ich glaube, wir brauchen wirklich eine ganz andere Form von Wissenschaft und also wirklich nach ganz anderen Kriterien, also ganz andere Institutionen und wirklich an der Frage, also wie finden wir Lösungen für die Krise, in der die ganze Welt, die ganze Menschheit sich gerade bewegt und auch die Krise der Wissenschaft. Also wir brauchen einfach was ganz anderes und also sowas wie, naja, when we via Hefshana Azad, also diese Konzepte, wie geht das, ein anderes Leben aufzubauen, eine andere Form von Gemeinschaftsleben ohne Dominanz, auch ohne Dominanz gegenüber der Natur, also dieser Ausbeutung, Zerstörung der Natur, die ja uns ja in die absolute Krise gerade gebracht hat irgendwie oder immer weiter bringt und ja, oder auch ohne eben Sicherheit zu schaffen irgendwie, also mit, ja, eine Welt, die gerade immer neue Legitimationen für Kriege findet und ja, und das halt ja systematisiert sozusagen. Also das muss eine ganz andere, also Wissenschaft ist Teil davon, dass das System so ist, wie es ist. Und wir brauchen eine andere Form von Wissenschaft. Und das ist wirklich die Grundlagen dessen. Dieses immer alles Zerteilende, immer uns selbst eben da rausnehmen, uns nicht in Verbindungen denken, nicht auch mit einer tiefen Ethik und einem Gewissen auch zu verbinden. Und überhaupt auch so dieses Elitäre, also die Sachen, die wir auch schon angesprochen haben. Ja, na, ich finde das wirklich sehr wichtig und ganz ein wichtiges, eine Ansicht ist jetzt auch besprochen worden, nämlich, dass man verschiedene Perspektiven auch inkludiert, dass man verschiedene Sicherheitsinteressen auch von Gesellschaften, anderen Kulturen, anderen Sprachräume und andere Staaten auch inkludiert in die Rechnung, dass man auch mitfühlt teilweise, wie sich andere fühlen. Also auch und eben eine inklusive Sicht würde ja auch bedeuten, dass man eben so wie Buen Vivir oder solche Konzepte, Wohlstand für alle, dass man auch eben planetar denkt, dass man nicht immer nur nationalstaatlich oder eingeengt auf sich oder seine Kommune oder nur seine Gruppe oder nur meine Familie, sondern dass man wirklich auch ganzheitlich denkt und dass man auch die andere Lebensformen auch, also nicht nur Mensch, sondern auch Tiere mit inkludiert und Naja, aber ich finde inkludieren den falschen Begriff dafür. Das hast du jetzt gerade das zweite Mal gesagt. Weil das klingt so danach, ich hole jetzt was rein in meine blinden Flecken irgendwie. Also ich denke, ich merke irgendwann, oh, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ah, offensichtlich habe ich da irgendwas vergessen. Und irgendwo liegt da noch ein anderes Potenzial, was ich jetzt auch noch ausbeuten muss und noch mit reinholen muss. Und so sind ja immer wieder kritische Theorien aufgesogen worden oder indigenes Wissen. Jetzt werden schon indigene Gene ausgebeutet, weil man merkt, die sind gesünder irgendwie. Die leben gesünder oder der Körper schafft da mehr zu verarbeiten an Belastungen und so weiter. Also so, darum geht es doch nicht, das jetzt auch noch reinzuholen irgendwie, sondern also es muss halt neu gedacht werden, also es muss wirklich grundlegend in Frage gestellt werden und hier diese dekoloniale Strategie, auf die ich mich da immer beziehe, die ja auch von anderen vorgeschlagen wurde, ist eben eine Konfrontation, um zu zeigen, dass es nicht einfügbar ist, um zu zeigen, wie viel Entpolitisierung da ist, also dass viele Dinge einfach als alternativlos dargestellt werden und wir das eben wieder neu denken müssen, also wir einfach viel mehr Räume für das können wir nicht so gesetzt lassen, wie es ist. Es gibt nur die eine Entwicklungsrichtung. Es muss immer Wachstum geben. Es muss Staaten geben. Es muss Kapitalismus geben oder Profite geben oder was auch immer irgendwie. Geschlechterverhältnisse. Ne? Wir brauchen, ne? Wie soll das sonst sein? Das kann doch nur so organisiert sein. Vielleicht ein bisschen weniger Gewalt, aber und so weiter. Also alles nochmal neu denken. Also was sind Geschlechter? Was ist Mann? Was ist Frau? Was ist ein anderes Geschlecht? Oder was, wie anders geht das zu denken irgendwie? Und wie anders geht Ökonomie, die wirklich dem Leben dient? Und grundlegend anders zu denken. Und und in dieser Konfrontation von Wissensformen, die wir jetzt auch finden können, wenn wir nur also mit relativ geringem Aufwand dann einfach merken, das passt, das ist nicht einfügbar, diese Theorien, und das ist mehr als so eine einzelne Theorie, sondern es ist diese Form von Wissenschaft kann so nicht weitergehen. Wir müssen neue Formen finden. Und klar gibt es Leute innerhalb der bestehenden Wissenschaften, die auch merken, so geht es nicht weiter, die auch auf der Suche sind. Und da die braucht man natürlich auch irgendwie. Und aber es sind eben ganz viele wertvolle Leute und Bewegungen und Organisationen, die entstehen außerhalb des Wissenschaftssystems, die neue Wissenschaften entwickeln, die neue Institutionen schaffen, die forschen,
die wichtige Theorien entwickeln, wichtige Konzepte. Also und für mich ist ja da auch die kurdische Bewegung einfach nochmal ein wichtiger Bezugspunkt geworden, weil da so viele wertvolle Konzepte entstehen. Also auch woanders irgendwie. Also aber ich meine, das ist so beeindruckend, was da schon an umfassenden Theorien eben nicht nur für die kurdische Region, nicht nur für die Gesellschaften dort, sondern für alle Gesellschaften entwickelt werden, wie eben eine Demokratie anders gedacht werden kann, wie Geschlechterverhältnisse als Grundlage jeder Befreiung neu gedacht werden müssen, also da der Anfang, die Grundlage liegen muss, wie das eben auch in einem ökologischen Gesamtkonzept, also in einem anderen Naturverhältnis gedacht wird, wie das eben auch in Friedenslösungen eingeht, also was das heißt für wie anders über Frieden nachdenken, wirklich in einem umfassenden Sinne, wie anders forschen, wie anders Bildung machen und es sind so viele wertvolle Konzepte, die da gerade entwickelt werden und nicht aufgenommen werden, nicht ernst genommen werden, nicht debattiert werden, nicht dazu führen, dass man andere Sachen in Frage stellt oder überhaupt nur sagt, da reibe ich mich mal dran, damit setze ich mich mal auseinander. Das finde ich ganz wichtig, dass man eben Wissensformen oder andere Theorien oder andere Perspektiven nicht exkludiert. Das ist ganz zentral, ja. Denn oft wird ja immer mit so Totschlagargumenten, ihr seid naiv oder ihr seid aus der Friedensbewegung, ihr seid gegen Waffen, das ist nicht lebbar oder etc. etc. Und diese Argumentationslinien kennen wir. Das ist ja auch so ähnlich wie mit diesem TINA-Prinzip, there is no alternative. Und mit diesem Totschlagargument wird immer, okay, Ende des Denkens quasi plakatiert. So, okay, bis hierher, weiter brauchst du das gar nicht durchdenken, weil das ist eh unnötig, es ist unpraktikabel. Vergiss es einfach. Und das ist halt der falsche Weg. Und ich finde, Akademikerinnen haben, insbesondere Akademikerinnen, aber nicht nur, auch soziale Bewegungen und Akteure anderer Art, haben die Verantwortung, sich näher zu kommen und auch zu streiten und zu diskutieren. Es ist doch legitim, dass man verschiedener Ansicht ist. Es ist doch absolut legitim, dass auch wir zwei jetzt zum Beispiel, wir werden wahrscheinlich nicht 100% einer Meinung sein und das ist auch gut so. Und ich finde, jeder hat andere Erfahrungen. Ich habe ein ganz anderes Leben, habe ganz andere auch Bezugspunkte, Freundeskreis, Bücher gelesen, ganz andere. Und das ist auch gut so, dass wir uns in ein Gespräch, in einen Dialog treffen, austauschen, ich lerne von dir, du lernst vielleicht von mir und das ist eben, da kann man ja wachsen und da kann man ja auch sein eigenes Weltbild dann ein bisschen reflektieren und sagen, da in die Richtung habe ich vielleicht falsch gedacht, da habe ich durch dich vielleicht einen Mehrwert oder wie sagt man halt, eine Kritik, die ich positiv einbauen kann in mein Leben und genau darum geht es ja auch. Darum sollte es ja auch in einer echten Demokratie gehen, finde ich, dass wir uns austauschen und miteinander wachsen und aneinander auch, uns verbessern gegenseitig, aber die Tendenzen aufgrund von, was weiß ich, Social Media und emotionalisierte Debatten deutet leider in eine ganz andere Richtung. Was ich fragen wollte ist, weil du das kurz erwähnt hast, auch ein ganz wichtiges Konzept und eine ganz neue, wie soll ich das jetzt richtig formulieren, es ist ja keine Theorie, sondern eigentlich schon eine Denkschule oder ein Ansatz, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Genealogie. Es ist ja die Lehre der Frau, ich glaube, entwickelt auch unter anderem von Abdullah Öcalan. Um was geht es da genau? Was ist diese Lehre? Ist das jetzt eine neue Theorie, ein Wissensansatz oder um was geht es da? Was konkret sind die Charakteristika? Ich weiß, es ist eine große Frage, aber nur so kurz. Ja, es ist erstmal eine neue Wissenschaft, nicht mehr und nicht weniger. und Genealogie. Und das ist von der Wortbedeutung her, Jin steht für das kurdische Wort Frau, aber auch von der Wortbedeutung her von Jian oder Jean, was halt für Leben steht. Logo vom Griechischen, ne, Vernunft und Denkfeld und so, also Wissenschaft eher. Man kann sagen Frauenwissenschaft, aber eher richtiger wäre eine neue Sozialwissenschaft aus der Perspektive der Frauen oder auf der Perspektive befreiter Geschlechterverhältnisse. Also dass sozusagen die Geschlechterverhältnisse was sehr Grundlegendes sind. Und dass es um eine umfassende neue Wissenschaft geht. An einen Paradigmenwechsel, also auf allen Ebenen, Ontologie, Epistemologie, Methodologie, Methoden, also in allem. Und eine Wissenschaft, die eben gesellschaftlich verbunden ist, also die sich nicht raushebt aus Gesellschaft, die
sich auch als in einer Verbindung begreift, eben der Befreiungsprozesse, also vor allen Dingen auch der Frauenrevolution. Also bei Frauenrevolution ja auch, also die Revolution, also das, was wir in Nord- und Ostsyrien in der Selbstverwaltungsregion sehen, ist ja ein gesamtgesellschaftlicher Veränderungsprozess, der die Geschlechterbefreiung eben auch zentral setzt, zur Grundlage setzt. Genau, und das ist halt die Frauenrevolution. Also es ist eine gesellschaftliche Revolution. Genau, und die Genealogie begreift sich eben als eine Wissenschaft für solche Aufbauprozesse, die Fragen auf dem Weg zu beantworten und aber auch das Wissen oder die Erfahrungen aus der Bewegung auszuwerten oder auch das alte Wissen, was in der Gesellschaft vorhanden ist, einzubeziehen. Ja, also ich meine, jetzt weiß ich wirklich nicht, wie ich es so umfassend erklären soll. Also es kommt eben aus der kurdischen Bewegung, die ja jetzt auch eine über 40-jährige Geschichte hat, wo ja schon immer auch aus der Praxis heraus Theoretisierungen stattgefunden haben und viele Konzepte entstanden sind, die auch weitergegeben werden. Also Bildung halt als sehr zentral gesehen wird, auch Bildung im Sinne der Persönlichkeitsveränderung, dass gesagt wird, wenn wir Gesellschaft verändern wollen, müssen wir auch uns selbst verändern, weil ne, das wirkt in uns, wir sind Teil dieser patriarchalen Mentalitäten, der kapitalistischen Mentalitäten. Genau, das ist so ein ständiger Prozess, auch sich selbst zu hinterfragen, aber auch nicht als so isoliertes Individuum, sondern eben als Teil von Gesellschaft und der historischen Verhältnisse. Und genau, und dass eben gesagt wird, also revolutionäre Prozesse sind zu fast allen Zeiten vor allen Dingen Bildungsprozesse, also solche Bildungsprozesse der radikalen Veränderung der Denkweisen und der Persönlichkeiten. Und genau, und da ist halt Genealogie eben so ein wichtiger Teil von, diese Veränderungsprozesse zu unterstützen. Und genau, und die Bewegung hat eben diese Theorien schon immer entwickelt und hat irgendwann gesagt, okay, wir brauchen nicht nur das, was wir jetzt schon an so Konzepten und Bildungsprozessen haben, sondern wir brauchen wirklich eine Wissenschaft. Also wir müssen das nochmal auf eine andere Stufe heben. Genau, das hat Abdullah Öcalan im dritten Band seiner fünfbändigen Verteidigungsschriften, also im Gefängnisjahr, aufgeschrieben. Und genau, das ist ja auch eine, ja, er spricht auch von Soziologie der Freiheit. Also man kann auch seine ganze Geschichtsanalyse, die ja die letzten 5000 Jahre Patriarchat sich anguckt oder Zivilisationsgeschichte, ja, auch als die Grundlage dieser neuen Soziologie begreifen und die Genealogie eben als damit verbundene Wissenschaft. Und oder ja, das ist eben auch so die Frage, ist es eins, aber eher vielleicht auch so ineinander. Und genau, und das wurde eben von der Frauenbewegung dann aufgegriffen auch in den Gefängnissen. Also zum Teil gibt es ja in der Türkei noch große Gruppen auch in den Gefängnissen, da sind nicht alle in Isolationshaft. Da haben sie das bearbeitet, haben da auch das erste Buch entwickelt, Einführung in die Genealogie. Dann wurde es in den Bergen entwickelt und inzwischen ist es ja, gibt es viele, viele Forschungszentren. Also es gab auch welche in der Türkei, es gibt sie eben in Nord- und Ostsyrien in der Selbstverwaltungsregion, es gibt eins in Brüssel. Und genau, und es wird auch in vielen Orten weltweit diskutiert, also in Lateinamerika, in Europa sind viele Genealogie-Komitees entstanden, finden viele Bildungs, Camps, wo man für mehrere Tage zusammenkommt, um sich intensiv damit zu beschäftigen und auch einen Teil dieses anderen Lebens miteinander auszuprobieren, finden statt. Und genau, in Rojava, also in Nordostsyrien, ist es eben auch ein zweijähriger Studiengang, aber wird auch an den Akademien ausgebildet, also breit gesellschaftlich, ist auch in die Schulbildung eingegangen. Genau, was kann ich noch dazu sagen? Ja, also ich glaube, dass wir da ganz viel, also dass es ganz wertvoll ist, das hier aufzugreifen und damit zu arbeiten. Also und ich habe ja diese Hochschulpartnerschaft auch aufgebaut mit dem Genealogy Department der Rojava-Universität und wir haben jetzt seit 4 Jahren diese Partnerschaft, machen eben auch immer wieder gemeinsame Seminare genau, und das ist ja auch für die Studierenden hier ganz wertvoll, die Genealogie kennenzulernen und ist natürlich ein bisschen für mich schon auch ein Widerspruch, kann ich auch sagen, das hier im bestehenden Wissenschaftssystem zu machen. Und es hat dann auch wirklich seine Grenzen, die manchmal auch sehr unzufriedenstellend sind. Ja, genau. Also eigentlich braucht es dafür eigene Institutionen, eigene Orte irgendwie und eigentlich ist es der falsche Rahmen. Und ja, und trotzdem hat es auch
da was Wertvolles, aber eben ja, sehr begrenzt. Ja. Nachdem wir ja jetzt schon mit einem halben Fuß schon in Afrin bzw. in Rojava sind, vielleicht gehen wir gleich über zu der aktuellen Lage, die ja leider Gottes aufgrund der völkerrechtswidrigen Invasion des NATO-Mitglieds Türkei ja durchaus düster ausschaut. Wie ist die Lage in Rojava einzuschätzen? Wo liegt Rojava? Das ist ja in Nordsyrien. Wie ist die Lage einzuschätzen? Also handelt es sich tatsächlich um einen völkerrechtswidrigen Krieg? Eine kleine rhetorische Frage. Ja. Und was ist der Grund des Krieges? Wie genau kann Rojava sich überhaupt noch halten? Warum? Also ganz viele Themen poppen mir da auf. Also zum Beispiel auch, warum die sogenannte internationale Gemeinschaft oder weltweite Gemeinschaft oder die Vereinigung der schönen liberalen Demokratien, warum die da kein Auge drauf werfen? Warum geht das teilweise auch unter in der Presse? Und viele, viele Fragen tauchen da auf. Aber genau, vielleicht einmal kurz, worum geht es denn in den Krieg? Oder ja. Genau, also diese Selbstverwaltung wird ja seit 2012 aufgebaut, also wo so in diesem Machtvakuum nach den Aufständen des arabischen Frühlings oder also was ja auch in Syrien dann ja doch eine große Rolle auch gespielt hat, konnte da eben diese Autonomie erreicht werden, relativ gewaltlos und genau, und dann wurden auch sehr schnell eigene Gesellschaftsverträge ausgearbeitet, Frauengesetze ausgearbeitet, eben dieses Modell des demokratischen Konföderalismus dann da auch umgesetzt, aber auch als ein basisdemokratischer Prozess, wo die Menschen eben auch gefragt wurden, welche Rechte, also zum Beispiel als Frauenrechte, müssen hier verwirklicht werden, was fehlt da gerade, und entsprechend wurde das dann auch ausformuliert und aufgenommen und auch als, also es ist ja nicht an einen Staat gerichtetes, also an eine äußere Institution gerichtete Forderung, ihr müsst jetzt hier unsere Gesetze verwirklichen, unsere Rechte gewährleisten, sondern die Verantwortung liegt eben bei der Gesellschaft und bei den Kommunen, also so lokal wie möglich. Und das ist eben dieses andere Modell, dass also es wird auch von der demokratisch-moralischen Gesellschaft gesprochen, also eine Gesellschaft, die für sich selbst die Verantwortung übernimmt und aus einem gemeinsamen Gewissen und einer gemeinsamen Ethik heraus handelt. Und eben auch zusammen möglichst in kleinen Einheiten in den Kommunen, im Stadtteil, als Studierende an der Hochschule, als Kulturschaffende, als Minderheitengruppe, als religiöse Gruppe, also es gibt eben viele autonome Rechte auch da drin, das ist auch ganz wichtig, also ein Teil dieses Konzeptes, sich eben zu organisieren und auch möglichst viel selber zu entscheiden, was die lokale Situation oder die eigene Gruppe betrifft. Und dann eben sich immer weiter auch zu vernetzen, eben für übergreifende Entscheidungen, dann auch Räte zu bilden, Delegierte mit einem imperativen Mandat, also genau, eben eine andere Form der Basisdemokratie aufzubauen. Und genau, das wurde dann eben weiter jetzt verankert und ist ein ständiger weiterer Aufbauprozess, auch was das dann für die Ökonomie heißt, also viel auch in Kooperativen, viel auch eine eigenständige Frauenökonomie aufzubauen und so weiter. Genau, und da ist eben, also schon früh auch, hat es Angriffe vom Islamischen Staat gegeben. Also Kobane als eine der Kantone, die selbstverwaltet waren, ist als erstes massiv vom IS angegriffen worden, auch schon umzingelt gewesen, und sie haben es aber geschafft, sich dort zu befreien, auch in Kooperation dann mit dem US-Militär, also dieser Anti-IS-Allianz, was eben nicht dazu führte, also ich meine, es ist ja jetzt keine dauerhaft funktionierende Allianz irgendwie, sondern im Gegenteil, die Kurden wurden auch immer wieder fallen gelassen, oder es ist ja auch nicht nur Kurden, es ist eben diese multiethnische Region, an der sich eben auch arabische, syrische, turkmenische, esidische Bevölkerung, also alle Gruppen, die dort leben, auch beteiligen, ein Teil von sind. Genau, und dann kam eben, nachdem wirklich mit viel, viel Aufwand auch der IS aus der Region vertrieben wurde, bis hin nach Raqqa, eine Befreiung gegen den IS, also des Territoriums, des Gebietes von dem IS stattgefunden hat. Genau, und dann kamen eben die Angriffe von der Türkei. Und da ist als erstes Anfang 2018 Afrin besetzt worden, was so der westlichste Kanton ist. Also
ist ja eine große Grenze mit der Türkei, also so eine künstliche, natürlich kolonial gezogene, entlang der ehemaligen Bahnlinie dort. Und ganz im Westen ist eben gemeinsam mit islamistischen Milizen dann Afrin bombardiert worden, die Bevölkerung, also ungefähr 250.000 Menschen, dann auch vertrieben worden und ist eben jetzt ein islamistischer, der Türkei, in die Türkei einverleibender Region, Besatzungsgebiet entstanden, also auch mit türkischer Währung und türkischer Fahne überall und eben zutiefst frauenfeindlich. Alle Strukturen der Selbstorganisierung sind zerstört worden, Frauen völlig entrechtet worden. Auch die Universität, die dort gegründet worden ist, ist demoliert worden, Leute sind verhaftet worden. Und es ist also auch eine ziemlich brutale Herrschaft mit ganz viel Entführungen, Vergewaltigungen oder Zwangsverheiratungen. Ganz viel Geiselnahme und Erpressung, immer wieder auch Folter und Tote oder Verschwinden von Leuten. Also es ist wirklich ein Riesendesaster, was da gerade passiert. Und die Menschen, die dort fliehen mussten, sind halt in Sheppa. Das ist so eine Region, die noch in der Nähe liegt. Sind da geblieben, weil sie sagen, sie wollen zurück nach Afrin. Und und organisieren sich da eben auch selbst, also in diesem Flüchtlingscamp. Und die Türkei hat aber inzwischen auch weitere Gebiete besetzt. Also es ist dann im Oktober 2019 zu einem weiteren Angriff gekommen. Eigentlich hat die Türkei gesagt, sie will den ganzen großen Streifen von mindestens 30 Kilometern besetzen, also im Grunde sicher einverleiben in ihr Staatsgebiet, also in einem sehr imperialistischen Großmachtdenken auch. Und es gibt halt einen Streifen in der Mitte dieses Selbstverwaltungsgebietes, also Serikani und Girisbi liegen da als Städte drin, was eben besetzt wurde. Und eine ähnliche Situation, also ein kompletter Bevölkerungsaustausch, also es wurde auch nicht geduldet, dass da noch kurdische Bevölkerung wohnen bleibt. Und es werden halt islamistisch orientierte Familien dort angesiedelt. Und was jetzt aktuell passiert, sind zum einen sehr, sehr viele Drohnenangriffe, die passieren, wo gezielte Tötungen stattfinden. Weiß man nicht genau, wen sie dann immer treffen wollen. Manchmal sind es auch tatsächlich dann zum Beispiel Vertreterinnen der Frauenbewegung oder wichtige Vertreter der arabischen Gruppen, die halt kooperieren und auch eine wichtige Einflussrolle haben. Und es gab eben Aufstände vom IS, also die versucht haben, unter anderem das Gefängnis, wo halt viele führende oder insgesamt sehr viele Leute inhaftiert sind noch vom IS, dieses Gefängnis in Hesseke zu befreien. Und das war ganz klar, dass es in Kooperation mit der Türkei auch stattfindet, wie überhaupt sehr, sehr viele IS-Aktivitäten auch weiterhin von der Türkei unterstützt werden. Und die Türkei, also im Irak, im Nordirak, in der Bergregion zum Iran und Türkei hin, ist ja auch das Zentrum der Guerilla. Aber drumherum die Region wird eben seit April letzten Jahres bombardiert, auch mit Chemiewaffeneinsatz. Also die Türkei versucht da immer weiter einzudringen. Sie hat da auch schon ganz viele Militärstützpunkte aufgebaut und will das Gebiet sozusagen auch sich einverleiben. Und es gibt eben da von Teilen der Fraktionen der Regierung, also von der KDP oder dieser Barzani-Familie, also als so ein Teil der Regierung, also die andere Partei, die mitregiert, unterstützt das nicht, aber kann sich da anscheinend auch nicht durchsetzen. Und dieser Krieg der Türkei findet jetzt in Kooperation auch mit den Sicherheitskräften dieser Autonomieregierung statt, und also im Nordirak. Und das ist ein Riesendesaster. Und das passiert eben gerade jetzt im Schatten des Ukraine-Krieges, wo die Türkei sich noch als Verhandlungsführer oder Leiter anbietet, also Frieden zu verhandeln, und in einer wirklich großen Widersprüchlichkeit. Und eben, dass die Türkei als NATO-Partner da nicht
zurückgeholt wird. Also nicht, also dass niemand dagegen was sagt, dass es nicht in die Medien kommt, dass, ja, dass es nicht zu einem Aufschrei führt. Genau, obwohl es natürlich alles völkerrechtswidrig ist, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, ja, allen möglichen Abkommen da widerspricht. Und genau, und nächstes Jahr läuft ja das Abkommen von Lausanne aus, also dieses, was am Ende des Ersten Weltkriegs geschlossen wurde, das war halt für 100 Jahre gültig. Genau, und die Türkei will halt jetzt Fakten schaffen, möglichst viel weiteres Gebiet schon zu besetzen. Ja, mir ist diese selektive Empörung nicht nur in meiner Bubble, nicht nur auf Social Media aufgefallen, sondern tatsächlich auch, wenn ich zum Biber gehe und mir etwas kaufen möchte, also zum Drogeriemarkt, dann fällt mir auf, dass der Biber zum Beispiel auch schon nach Spendenaktionen aufruft und so weiter und immer mit Ukraine-Flagge und Herz und so weiter. Die Uni Wien hat da zum Beispiel eine Stellungnahme abgegeben, das Institut der Politikwissenschaften hat eine Stellungnahme zum Ukraine-Krieg abgegeben und Rojava, da gibt es weder Stellungnahmen, da gibt es weder Solidaritätsbekundungen, da gibt es keine Sanktionen, weder wirtschaftlich noch kulturell. Genau, noch wird reflektiert, dass Türkei eigentlich ein NATO-Mitglied ist. Also da diese Widersprüchlichkeit, die ist eklatant. Und genau, diese Doppelstandards, die klaffen ja massiv. Genau, aber gehen wir weiter zu Rojava. Rojava ist ja ein sehr neues und sehr demokratietheoretisch höchst relevantes Projekt, weil hier demokratietheoretisch, allein aus wissenschaftlicher Perspektive, ja mitten in einem Prozess der Entstehung ist. Und es wird ja nicht nur akademisch, also anhand von den Büchern von Abdullah Öcalan, sondern eben auch tatsächlich auch in einer realen Umgebung tatsächlich auch implementiert. Und das finde ich sehr faszinierend. Ich habe einen Beitrag auch für den Gender-Blog geschrieben über den radikalen Feminismus in Rojava. Und dabei bin ich auf mehrere Aspekte eingegangen. Und genau, zum Beispiel eines der Aspekte, die mich sehr fasziniert haben, wo ich denke, diese Art der Demokratie ist viel progressiver und viel weiter fortgeschritten in vielerlei Hinsicht, wo man bei liberalen Demokratien denkt, naja, das sind ja Lippenbekenntnisse, was wir im Westen machen, weil die leben das ja tatsächlich. Also in Rojava existieren zum Beispiel eigenständige Frauenräte, Frauenbildungsvereine, Frauenkooperative, spezielle Gerichtsbarkeiten für patriarchale Gewalt. Dann gibt es so eigene Institutionen, die Zwangsehen und Ehrenmorde, Polygamie, sexuelle Gewalt, Diskriminierung verhindern. Dann gibt es eben Frauenhäuser Mala Jinan, Rückzugs- und Freizeiträume für jegliche Ethnizitäten und Religionen und Frauen. Das System des Vorsitzenden, dieses sogenannte Hevzerok-System, das ist ja ganz spannend. Ich meine, man stelle sich vor im Westen, hey, neben den einen Mann sitzt auch eine Frau und vielleicht sogar verschiedene Ethnien an einem Tisch und dann kann eine demokratische Mitsprache geschehen. Also das hat mich sofort angesprochen. Ich habe mich sofort da reingelesen und reingefreakt und dachte mir, wow, das ist ja basisdemokratisch. Das ist, genau, das ermöglicht politische Partizipation von vielen Ethnien und Geschlechtern und allen möglichen Akteuren. Und das ist wahrer Multikulturalismus, der im Westen zwar immer mit Lippenbekenntnissen gepredigt wird, aber die leben das. Und da natürlich habe ich aber auch auf der anderen Seite die aus meiner Perspektive auch Widersprüchlichkeiten festgemacht. Also einerseits, weil ich komme aus einer queer-feministischen Perspektive und dieses Element von Maskulinität und natürlich gehört das dekonstruiert, aber dass man darauf dann festen sich macht auf Mann und Frau, das sind ja auch nur performative Konstrukte, gesellschaftlich konstruierte Konstrukte. Und das zum Beispiel leuchtet mir nicht ganz ein, warum man dann trotzdem stehen bleibt darauf, dass man nicht sagt, hey, wir sind vielleicht auch nur Menschen und lass uns mal diese identitätspolitische Teilung von Mann und Frau mal komplett vergessen. Vielleicht ist es auch dann nur ein Übergang. Vielleicht habe ich dann auch das Ganze nicht ganz verstanden. Oder die Omnipräsenz zum Beispiel von Öcalan auf Flaggen, auf Postern in jedem Amtsgebäude, in jeder Institution hängt ein Bild von ihm. Diese bisschen Omnipräsenz ist auch ein bisschen
Ja, genau. Also und temporäre Widersprüche. Natürlich gibt es das realpolitisch, diese stillschweigende Kooperation mit dem Assad-Regime damals oder mit Ländern wie Israel und den USA, mit dem US-Imperium. Das sind natürlich taktische Manöver und das sind kleine Widersprüche. Nur ich finde es immer wichtig, in einer Diskussion alle Facetten aufzumachen, kleinere und größere Widersprüche aufzumachen. Mir ist das wichtig, eben beide Seiten zu sehen und auch Kritik zu üben und Selbstkritik zu üben. Das ist mir halt persönlich immer wichtig. Ich bin gespannt, ob wir jetzt zu Ja, streiten das war jetzt eine lange beginnen. Liste, würde ich sagen. Naja, mir ist jetzt spontan, wo du das nochmal sagst und die Bilder von Abdullah Öcalan hängen dann irgendwann, dann denke ich, und was hast du mich als erstes gefragt? Irgendwie, wer sind deine Vorbilder, deine akademischen? Irgendwie, das scheint ja dann sehr wichtig zu sein, dass man da die großen Männer oder die großen Namen nennen kann, weil meistens sind es ja dann die Männer, die die große Theorie entwickelt haben. Genau, ich glaube, so ist es halt. Er ist ein wichtiger Vordenker irgendwie und das drückt sich da aus. Und genau, und ich glaube, ja, es war dir am Anfang ganz wichtig, da was zu hören irgendwie. Na, Man, absolut. Nein, nein, ich sehe das eh auch. Ich schreibe ja überall, ja, ich bin der große Fan von Noam Chomsky und das ist halt meine Ikone. Und ja, nein, jeder hat so seine Ikonen. Genau, Ich ich sehe sie verstehe. sogar im Bild, glaube ich, hinter dir. Genau, hast Ja, du ja auch ausgestellt. Russell Brand und ja, verschiedene, ja, klar. Es ist eh klar. Es ist menschlich und es ist verstehbar, nachvollziehbar, natürlich. Ich wollte nur versuchen, soweit wie möglich ein bisschen Objektivität reinzubringen und Selbstkritik zu üben. Ich habe es versucht. Aber ja, ich sehe schon, auch ich bin verstrickt in Widersprüchen. Genau, und diese Frage mit der Dekonstruktion, ich glaube, die Genealogie ist eine Wissenschaft, die wirklich sehr, sehr viel sich genau mit solchen Fragen beschäftigt. Wo kommt das her? Also, wer sind wir, wenn wir nicht so patriarchal geprägt sind? Was ist das überhaupt, Frau sein? Was ist das, Mann sein? Also, und genauso natürlich auch also, was ist dann sozusagen überhaupt Geschlechteridentität oder brauchen wir diese Identität oder was brauchen wir denn eigentlich? Und wie anders kann eben gesellschaftliches Leben organisiert sein? Und klar, heute spielen eben das System der Zweigeschlechtlichkeit diese große Rolle. Es ist halt so enorm wirkmächtig. Und genau, und damit müssen wir erstmal umgehen. Und das heißt nicht, diese anderen Fragen zu stellen. Und ich glaube, ich kenne kaum eine Wissenschaft, die so viel, so wirklich sehr tiefsinnige philosophische Fragen stellt und wirklich sehr, sehr offen auch und mit viel Raum zum in die Tiefe gehen und das nicht schnell beantworten wollen, daran geht. Und genau, und also ist ein wichtiger, also oder zwei Sachen fallen mir davon, also die immer wieder so gesagt werden. Erstmal, naja, dass die Genealogie ja im Aufbau ist, also im Entwickeln ist und dass es, was auch immer man da jetzt dazu sagt, keinen Punkt hat, also weil es geht weiter irgendwie. Und es ist auch so gedacht, dass es nicht irgendwann den fertigen Entwurf gibt, sondern dass es immer in Bewegung bleiben wird. Und immer, also dass man auch eher sagt, man geht ganz schnell mit dem, was man rausgefunden hat, so unfertig wie es ist, auch raus und gibt das weiter, weil es soll ja gesellschaftlich sein, es soll ja was bewirken, es soll nicht erst so total abgesichert und fertig sein. Und das heißt, man wird auch Sachen irgendwann wieder anders sagen oder anders praktizieren irgendwie. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass es genau diese Offenheit hat, dass es nicht die endgültige Wahrheit, also im Sinne was Festen, was Starren ist und eben genau eben nicht in diesen, was wir gewohnt sind, wie wir eben Wissenschaft machen, in so Kästen, also abgegrenzt, jetzt fertig irgendwie. Und so ist Genealogie eben nicht. Und so sind auch viele andere Wissensformen nicht, die außerhalb unseres Wissenschaftssystems, also gerade als indigenes Wissen entstehen. Und genau, und das andere ist, dass ja Genealogie auch sagt, um Lösungen zu finden für diese umfassende Krise, in der wir gerade sind und für ja was ganz anderes, müssen wir dahin zurückgehen, wo die Probleme angefangen haben. Und deswegen wird immer so weit in die Geschichte, also diese 5000 Jahre zurückgegangen oder in diese vorpatriarchalen Zeiten und eben auch geguckt, wie anders könnte Leben sein. Und zu sagen, naja, letztendlich sind diese 5000 Jahre Patriarchat ein kleiner Teil der Menschheitsgeschichte. Und die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte hat ohne Herrschaftsverhältnisse funktioniert, ohne Hierarchien, ohne ja, Zweiteilungen, ohne Dualismen, irgendwie ohne überhaupt dieses Zerteilende und vom Leben sich Entfernende. Und genau, und das wieder aufzugreifen und zu gucken, wie kann das gehen, was kann das sein? Also auch dafür uns wieder zu öffnen, das zu finden. Also und davon aber ausgehen, es ist auch nicht komplett verloren gegangen, sondern das ist diese. Also neben dieser Zentralzivilisation, also das sind ja so diese Geschichtsbände von Öcalan auch irgendwie, ne, wo überall hat sich die Zentralzivilisation entwickelt, also die Herrschaftsverhältnisse und parallel aber auch immer, wo war die demokratische Gesellschaft auch? Also die hat es ja immer gegeben, das hat ja nicht ohne Widerspruch stattgefunden oder nicht mit einem Mal war
die Herrschaft verankert, also Patriarchat verankert, sondern über Jahrtausende, die es gebraucht hat, das immer weiter, immer tiefer durchzusetzen und aber nie endgültig und nie unwidersprochen. Und dass es immer Formen gab, wo die Menschen Möglichkeiten gefunden haben, gemeinschaftlich zu leben, demokratisch zu leben, Gleichheitsverhältnisse zu entwickeln, Wege da rauszufinden, die nicht auf Konkurrenz, auf Herrschaft orientiert sind, auf Versklavung orientiert sind. Genau, und sich diese andere Geschichte eben auch zu erinnern. Da ist ja auch vieles, was unsere Geschichtsbücher uns nicht mitteilen. Also genau, und das halt auch auszugraben und zu gucken, auf was können wir uns da beziehen und wie gehen eben Alternativen. Ja. Also auch auf die Geschlechterverhältnisse oder vor allen Dingen auch da bezogen. Ich habe mich das auch schon oft gefragt mit diesem Konzept 5000 Jahre. Ich habe ja zum Beispiel auch mit meinem Mastervater Ulrich Brandt, bei dem ich auch ein Sammelband auch rausgebracht habe mit seinem Konzept der imperialen Lebensweise. Und ich habe immer mit ihm auch teilweise so Debatten geführt, warum eigentlich imperiale Lebensweise, warum fokussiert man sich immer nur auf einen Zeitraum von Imperialismus, der vielleicht 500 Jahre alt ist? Warum fokussiert man sich auf Kapitalismus, der auch nicht viel länger, der auch nicht viel älter ist? Und so weiter und warum geht man nicht, warum nimmt man nicht andere Zeitmaßstäbe? Also das habe ich schon mit ihm auch ein bisschen diskutiert und trotzdem finde ich seinen Begriff, seine Konzeption nicht schlecht. Aber das stelle ich mir auch teilweise bei dieser Konzeption von Abdullah Öcalan mit den 5000 Jahren, weil ich denke mir, vorher wird es doch auch patriarchale Gewalt gegeben haben. Also ich denke mir, irgendein Typ läuft irgendeiner Frau auf den Weg, er hat Begierden und zack. Also ich finde, dieses maskuline, triebgesteuerte Denken war ja nicht erst seit 5000 Jahren da. Also natürlich gab es keine staatlichen Hierarchien, natürlich gab es keinen Kapitalismus, organisierte Gewalt in dem Sinne, Staatsmonopol und so gab es nicht. Aber ich denke mir, es ist ein menschlich, also ich will es jetzt nicht gutheißen, ich will es auch nicht legitimieren. Ich will auch nicht sagen, es ist von Natur aus so. Das kann ich nicht feststellen, aber ich denke mir, in irgendeiner Form wird es doch Gewalt auch vorgegeben haben. Also, ja, vielleicht widersprechen Sie mir, vielleicht widersprichst du mir, aber ich denke mir, ja, keine Ahnung, es ist plausibel und ich weiß nicht, wie sehr es auch anthropologisch haltbar ist, aber ja, spannende These auf jeden Fall, genau. Naja, und ich würde jetzt vor allen Dingen sagen, dass Menschsein erstmal durch das Sozialsein geprägt ist und dass wir eher die Seite, also mehr von unserem Menschsein ausmacht als die Gewalt irgendwie und dass die Gewalt eher dann dazugekommen ist irgendwie über die Herrschaft irgendwie, was nicht heißt, dass nicht in der Zeit vielleicht auch mal Menschen eines gewaltsamen Todes gestorben sind. Ich weiß nicht, irgendwer hat da mal auch irgendwelche archäologischen Untersuchungen herangezogen und gesagt, naja, man findet, dass da Menschen an Gewalt gestorben sind, aber man findet keine Massengräber. Also die gab es einfach nicht. Und genau, das heißt, diese Form von Gewalt, die es jetzt wie selbstverständlich fast gibt, also die immer wieder passieren, gab es eben in der Zeit nicht. Und genau, und das mit dem Trieb gesteuert, ich weiß auch nicht, das klingt für mich nach, nee. nee, weil ich glaube wirklich, dass es andere Mentalitäten waren. Ich glaube, eine freie Mentalität, also wenn wir frei sind, also von diesen Herrschaftsformen, die uns jetzt durchziehen und natürlich unser Denken und auch unsere Emotionen oder unsere, naja, alles uns eben ausmachen, in allem ausmachen, dass wir das nicht auf andere Zeiten, also andere Gesellschaftsformen übertragen können, dass das dann auch anders war und anders sein wird. Ja, ne, das soziale Umfeld uns prägt, da bin ich auch der Meinung, also zum Beispiel ein ganz witziger Film, dieses Squid Game, wo man sich da freiwillig irgendeinen Vertrag abschließt und dann geht man in so eine Gemeinschaft, man partizipiert in ein Spiel, das auf Gewalt beruht und unter diesem Setting können ja keine solidarischen oder nur temporär solidarische Bündnisse entstehen, nur im Kampf gegen andere Gruppen, bis man dann quasi überlebt, aber dann vereinzeln auch diese Gruppen sich und kämpfen gegeneinander, so bis nur mehr Last Man Standing quasi, bis der Letzte überlebt. Und natürlich sind das sehr auch teilweise in Gefängnissen oder teilweise in so Setup. Wir kennen das ja, Milgram-Experiment und viele andere. Also wir kennen das soziale Hierarchien, Autoritäten und so weiter, auch das Denken prägen und soziale Verhältnisse. Also da bin ich absolut
deiner Meinung. Das Setup ist wichtig, Strukturen sind wichtig. Deswegen ist es ja auch wichtig und deswegen habe ich mich auch mit diesem demokratischen Konföderalismus beschäftigt. Ich finde, er hat sehr viele libertäre, kommunistische, anarcha-feministische, also viele, viele Züge, viele Facetten und genau, auch teilweise anlehnend an Gustav Landauer oder an Feministinnen Emma Goldman und ja, finde ich sehr, 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 sehr spannend. Und dieses Konzept, dass man von der kleinsten Einheit ausgeht und rauf dann quasi so delegiert die Fragen, die man unten nicht beantworten kann oder wo es eine größere Einheit, größere Entscheidungsmacht braucht, dass man rauf geht. Ich finde, genau das ist vielleicht auch der Grund, warum Rojava nicht Beachtung geschenkt wird, weil es passt ja gar nicht mit diesem Liberal Peace Building und Liberal State Building zusammen, oder? Die beißen sich ja. Nee, genau. Also damit hat es wirklich so gar nichts zu tun. Genau. Also genau. Und letztendlich ist ja Liberal Peace Building ein sehr entpolitisierendes Konzept, weil man weiß ja schon, was da passieren muss. Es muss halt eine Marktwirtschaft entstehen, ein liberaler Markt. Das wurde ja in die Verfassung sogar verankert von Afghanistan, von Kosovo, ich weiß nicht, wo noch überall. Genau, man weiß, was für eine Wirtschaft, man weiß, was für eine Demokratie, nämlich das entscheidende Kriterium, dass gewählt wird irgendwie und das wird dann schon in den ersten Tagen der Intervention alles festgelegt, wann finden die Wahlen statt und so weiter, wann wird die Verfassung gemacht, wann also so bestimmte formale Kriterien, was dann als Demokratie gilt und das ist immer dann gekoppelt auch mit kapitalistischer Ökonomie und diesem liberalen Marktöffnung und so weiter, wird eben also wird ja nicht demokratisch entschieden, also da werden ja nicht die Menschen gefragt irgendwie. Und wenn sie es denn doch tun, also in Afghanistan hat es ja dann zum Beispiel zur Frage des Umgangs mit den Verbrechen der Vergangenheit und der Aufarbeitung eine Bevölkerungsbefragung durch die Independent Human Rights Commission gegeben, die, na wie auch immer, und dann wurde das einfach nicht umgesetzt, was daraus hervorgegangen ist. Also weil es wurde als bedrohlich empfunden, als gegen dieses Staatsaufbauprojekt, wo man eben längst die ganzen Kriegsverbrecher schon reingeholt hatte von Anfang an, nicht entwaffnet hatte, genau, die alten Islamisten und sonstigen Kriegsverbrecher zu, ja, mit dem Mäntelchen des Demokraten jetzt versehen hatte und genau, also das ganze Desaster, was jetzt in Afghanistan passiert, ist ja die Folge dessen, dass die Menschen gar keine Chance hatten, eine eigene Demokratie aufzubauen und ja, und damit so umzugehen, wie es notwendig gewesen wäre. Nämlich unter anderem, dass die alten Kriegsverbrecher, die ja auch korrupt und in jeder Weise ja gegen die Menschen gerichtet handeln, dass die keine Möglichkeit mehr haben, in Regierungsämter zu kommen oder überhaupt an Macht und Einfluss zu haben. Genau, also es ist ein absoluter Widerspruch. Also ich meine, es passt überhaupt nicht miteinander zusammen. Und auch wenn die Begriffe so ähnlich sind, also in dieser Roadmap for Peace schreibt Öcalan ja, also als in der Türkei noch verhandelt wurde, aber das ist auch sozusagen ein grundlegendes Papier, wie können Friedensverhandlungen laufen als ein demokratischer Prozess und die Lösung eben als demokratische Lösung stattfinden. Das sind ja Begriffe, die manchmal so ähnlich klingen, wie demokratischer Frieden, demokratische Lösung, Theorie der Demokratisierung, die Öcalan sagt und naja, und dass dann da demokratischer Frieden eben gesagt wird zu oder liberaler Frieden. Aber es sind eben wirklich ganz entgegengesetzte Konzepte. Also es ist ja zutiefst aus gesellschaftlichen Debatten hervorgehen, insbesondere unter Beteiligung auch der organisierten Frauen gedachte Konzepte, die und wo Öcalan auch ganz klar sagt, es darf nicht um Macht gehen, sondern es muss eben um Lösungen, um soziale Lösungen gehen. Also und sobald Macht verhandelt wird, also Machtteilung und so weiter, ist man auf dem falschen Weg. Also es darf nicht um Macht gehen. Und dass eben Demokratie und Staat getrennt gedacht werden müssen. Also man kann das nicht in einem denken. Und Zivilgesellschaft darf nicht auf den Staat bezogen gedacht werden. Also es sind so grundlegende Begriffe, die, also an denen halt deutlich wird, das eine hat mit dem anderen so gar nichts zu tun. Also von der Herangehensweise an, ja, wie finde ich jetzt eine Verhandlungslösung oder wie denke ich Demokratie oder wie denke ich Staatsaufbau? Ja. Absolut, ja. Ja, ich habe keine weiteren Fragen und ich danke dir für das sehr lange und sehr ausführliche und gute Gespräch. Ich danke dir für für das geteilte Wissen und ich danke dir für das Interview. Ich danke dir. Tschüss.